Oh, ich habe noch eine kleine, zwei kleine Korrekturen und Nachtrag zu dem Onda Azura Campingplatz, den ich euch ja vor kurzem vorgestellt habe. Und zwar habe ich euch noch versäumt, den kleinen Laden zu zeigen. Und da gehen wir jetzt mal kurz hin. Wenn schönes Wetter ist, hat er draußen auch die Angebote von Strandzubehör, Wein, Öle und so weiter. Aber viel spannender ist drinnen. Das ist sehr, sehr kleiner Laden, der aber unheimlich viel hat. Hier auf der linken Seite Haushaltsmittel, dann rechts Bier, dann Aufstriche, also Süßaufstriche und herbe Aufstriche wie Oliven, Creme etc., dann Kekse, dann hat er eine Käse-Wursttheke, Kühltheke, wo er frisch auch abschneiden kann, dann hier nochmal ein Gang mit auch nochmal Kaffees und Haushaltswaren, dann etwas weiter eine Kühltheke mit abgepacktem Aufschnittkäse, Joghurts und Getränken, die Brottheke mit frischen Brötchen und Baguettes und so weiter. Dann hier links Wasser, Küchenrollen, auf der rechten Seite Spielzeug und ganz viel Wein und Sekt. Ja, Wasser, ganz viel. Und dann sind wir auch schon fast wieder am Ausgang. Hier nochmal ein Blick in, auch nochmal Aufstriche und ganz viel Gemischtes. Auch schon wieder am Ausgang. Das Restaurant mit Pizzeria hat natürlich nicht im Winter geschlossen, sondern bestimmte Öffnungszeiten. Und zwar mittags, nur sonntags geöffnet und abends ab 17.30 Uhr jeden Tag außer Dienstag und Sonntag. Also Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist es geöffnet und dort kann man auch dann lecker speisen. Ach ja, und dann noch eine kleine Korrektur zum Strom. Der kostet pro Kilowatt nicht 50 Cent, sondern 80 Cent. Ist aber auch annehmbar, denke ich mal. Ich habe jetzt mit Induktionskochen und Nachladen der Powerbank und so weiter, habe ich jetzt in 9 Tagen 14 Kilowatt verbraucht. Das heißt also pro Tag ungefähr 1,5 Euro und alles prima. Soweit der Nachtrag und die Korrektur zum Camping Onda Azura.